Servus, liebe YouTube-Freunde. Ja, am Kram ist wieder ein bisschen weitergegangen. Was ist passiert? Ich habe jetzt am KA15 vorne die Köpfe abgenommen, die ganzen Leitungen oben drauf. Das Armaturenbrett habe ich rausgeschmissen, liegt da drüben. Man sieht schon fast keine Kabel, nichts dran. Ja, soweit halt ein bisschen ausgemistet hier, dass man überall schön hinkommt. Und dass man einfach ein wenig Platz hat für das Ganze. Ja, in nächster Instanz wird der Schlepper jetzt dann noch ein Stückchen nach hinten bewegt. Kommt noch ein wenig da runter. Wir hängen ihn einfach an den Kran, ziehen ein Stück runter, stellen ihn wieder auf einen Bock ab. Und ja, dann wird der Motor mit zwei Seilen eingehängt vorne. Dann löse ich die Schrauben an der Kupplungsglocke. Dann ziehe ich den Motor nach vorne weg und lasse ihn ab. Kann ich ja alles mit einem Kran hier machen. Ist ganz praktisch, wenn man so ein Ding hat. Ja, dann ist der schon mal raus. Ja, am K15 ist es auch weitergegangen. Der sieht im Endeffekt jetzt schon fast so aus wie der andere. Ich habe den Kabelbaum nach vorne quasi gelöst, habe ihn schon nach hinten gelegt. Der Motor ist soweit da. Außenrum entkernt, die ganzen Leitungen sind weg. Die Leitung, die man jetzt hier sieht, gehört zum Öldruckanzeiger. Ja, bei dem muss ich jetzt noch anheben, am Bock hinten drunter, also da irgendwo im Bereich der Kupplungsglocke, die zwei Lenkstangen lösen, nach oben rausziehen und nach hinten klappen und die sechs Schrauben vom Vorderachsbock. Dann kann ich den rausziehen, den schmeiße ich da nadeweil auf Seite rüber. Und ja, dann hier dasselbe Spielchen, auch die Schrauben vom Motor lösen, Motor abnehmen. Und dann liegen die beide neben die Schlepper. Dann kann ich mir sie mit dem Kran alle zwei nach da vorne schmeißen. Und in aller Ruhe schön auseinandernehmen, Innenleben rausbauen, Schwungscheiben rausnehmen, die Zahngrenze noch einmal genau angucken. Und ja, dann, wenn alles zerlegt ist, nimmt sie der vorne mit auf die Arbeit rein. Oder besser gesagt, den einen guten und die Teile, die wir für den guten brauchen. Dann werden die Teile innen alle gründlich gereinigt. Die haben einen großen Waschautomat. Ich meine, ist klar, in einem großen Kfz- bzw. Reparaturbetrieb, da haben die halt sowas. Dann wird alles sauber gereinigt und entfettet, innen hier gereinigt. Die ganzen Lager werden kontrolliert. Das kann er dann drinnen mitmachen. Ja, und dann mal sehen. Je nachdem, was kommt. Das schauen wir einfach einmal. Ja, so ist jetzt auf alle Fälle das Ziel. Jetzt wäre ein bisschen Kleingeld immer gut, dass ich hier weitermachen könnte, weil ich meine, die neuen Laufbüchsen und Kolben liegen kostenmäßig bei 170 Euro das Stück. Das heißt, ich bin hier danach gleich einmal 340 Euro los. Bloß, dass ich das machen kann. Den Motordichtsatz habe ich ja mittlerweile liegen. Na. Es werde nicht. Den habe ich mir bestellt. Da sind alle notwendigen Dichtungen drin. Die Ventildeckeldichtungen, die Kopfdichtungen liegen mit drin. Die Gummi für die Laufbüchsen sind mit drin, Krümmerdichtungen und. Das ist ja schon da der erste Satz. Also da kann ich dann schon mal auf der beruhigten Seite sein. Ja, wie gesagt, und wenn das dann gemacht wird, ich meine, viele Teile werden im Austausch genommen vom anderen, was geht. Und ja, ich habe den Schaulochdeckel hier drüben schon offen und da hat er sich jetzt das Zeug einmal angeguckt. Da sagt er, also die Pleuellage, nachdem da das Stück 220 Euro kostet und zwei bräuchtig, da hat er jetzt gesagt, er hat sie sich angeschaut, das eine von dem drüben ist nagelneu und die hier drinnen sind auch noch nicht alt. Er nimmt die jetzt dann einmal alle mit auf die Arbeit, schaut sie genau an. Dann waren sie aufgearbeitet und dann auf die Kurbelwelle angepasst und dann kommen die da wieder rein.
Da tun wir gar nicht lang rum. Was ich halt da neu brauche, das sind natürlich die Schrauben vom Fleuel unten. Das sind den Schrauben, da mache ich auf keinen Fall mehr die alten rein. Er hat zwar gesagt, man könnte das machen, allerdings muss man immer mit dem Risiko rechnen, es kann unter Umständen passieren, dass man dann ein Loch im Block hat. Und auf ein Loch im Block kann ich ehrlich gesagt gut verzichten. Also das brauche ich nicht wirklich. Das hatten wir ja schon. Ja, also auf jeden Fall, da gucken wir mal, da will ich so weitgehend jetzt die alten nehmen. Da sollen dann keine neuen rein. Wird man alles sehen, wenn es dann komplett ausgebaut ist. Wie gesagt, er hat da genug Erfahrung, er weiß, was er macht. Da mische ich mich dann nicht ein, weil fast 48 Jahre in dem Beruf. Ja, jetzt muss ich erst einmal schauen. Die haben noch Gras gemäht, hat er was gesagt. Die Wiese, die neue da, ich bin leider nicht dazugekommen. Ich muss jetzt den Heuwinter dann an der KL300 hängen. Und dann werde ich einmal die eine Wiese holen. Die zeige ich euch auch. Und dann je nachdem, ich meine, heute ist Sonntag, weiß ich noch nicht, ob ich da weitermache. Ich habe letzte Woche Sonntag schon ein gebaut. Aber normalerweise, wenn es nicht sein muss, dann eigentlich nicht. Schauen wir mal, das entscheide ich dann aus dem Bauch raus, je nachdem. Und ja, dass es hier halt dann auch immer weitergeht. Ansonsten dann morgen habe ich meinen freien Tag, Montag. Dann werden halt die Blöcke jeweils runtergenommen. Das dürfte dann normalerweise kein großer Akt mehr sein, dass das so weit gemacht ist, dass es mitnehmen kann. Und dann wird das schon gar, dass wir aus dem Ding da wieder einen lauffähigen Schlepper hinkriegen. Ja, was im letzten Video noch dazugekommen ist, wie ich am Lackieren. Es ging ja darum, dass ich eventuell die Blechteile vom K15 übernehmen könnte und hier draufstecken. Dann hätte ich die Original-Patina. Ja, das war eigentlich auch mein Grundgedanke, dass ich mir die Blechteile von meinem hier mit rüberziehe und sage, naja gut, dann mache ich das so. Und mir denke, naja, dann lackiere ich ihn nicht neu, dann habe ich wenigstens noch den Originalfarbton von früher, von 1955 von dem. Funktioniert aber leider nicht, weil die Kotflügel hier haben eine ganz andere Bauform. Die sind hinten und vorne wesentlich steiler und laufen hier unten schräg runter zu der Achse. Und wenn hast du unten dann gerade. Im Vergleich dazu mal die. Die sind hier etwas flacher. Haben hier nur eine kleine Schräge und laufen gerade rüber. Die auf dem Schlepper da hüben anzupassen, ist eigentlich nicht möglich. Das funktioniert nicht. Das ist diese ganze Bauart, das ist ja das Kramergetriebe, das ist das ZF-Getriebe. Das ist komplett anders aufgebaut. Man sieht es schon hier. Das Getriebe vom KA15 geht viel tiefer nach unten. Die Achsen sitzen viel tiefer. Die Bauweise beim ZF-Getriebe, das Getriebe ist gar nicht so hoch, das ist relativ weit, ist gar nicht so tief unten, ist relativ weit oben. Die Achsen sind relativ weit oben. Ja, also wie gesagt, das funktioniert leider so nicht. Was bei ZF auch anders gemacht worden ist, die Hinterachse ist in Art eine Portalachse ausgelegt, könnte man sagen. Die gehen rüber und dann nach unten. Und beim KA15 sieht man schon, die gehen direkt raus auf die Radnabe. Von daher funktioniert das leider nicht. Auch bei der Motorhaube selbes Spielchen. Bei der Motorhaube stört mich eigentlich ja bloß das Loch da oben drin. Das ist irgendwann einmal neu gemacht worden für, weiß der Geier warum. Das stört mich eigentlich. Dann habe ich schon gedacht, na, dann nehme ich halt die Motorhaube von meinem K15. Gibt aber auch ein Problem. Die vom KA15 ist ein paar Zentimeter länger. Das ist nicht viel. Ist aber ein paar Zentimeter länger. Die passt dummerweise auch nicht. Sprich, um das zu machen, funktioniert es leider nicht so, wie ich will. Ich muss dann trotzdem die ganzen Lampenträger und das runterbauen da drüben. Und muss sie hier wieder hier montieren. Armaturenbrett muss ich halt dann die Kabel noch alle rausziehen. Ich meine, gut, das ist kein großer Akt. Ich schraube halt an die Lampen hinten die Kabel los. Ziehe sie durch, ziehe sie nach vorne. Mit dem Armaturenbrett raus. Das ganze Armaturenbrett dann genommen, hier rüber, wieder reingesteckt.
und die Kabel, so wie sie hier drüben waren, einfach wieder verlegt. Dann kommen die Lampen dahin und gut ist die Sache. Kriegt man wieder hin. Wie gesagt, anders wäre es natürlich einfacher gewesen, aber wenn es nicht funktioniert, ich hätte mir es am liebsten auch einfach gemacht. Aber klappt leider so nicht. Ist halt ein bisschen schade. Im Hintergrund hört man den Bulldog vom Opa. Also an alle, die den sehen wollten. Kramer Karl 300, habe ja schon mal ein Vorstellungsvideo davon gemacht. Ja, ich bin auf der neuen Wiese, die ich gerade rumgeheult habe, die ich quasi für lau bekommen habe. Also die geht ein ganzes Stück noch da hinten runter zu der Umgehungsbrücke. Und relativ steil den Berg runter. Hier sieht man es gar nicht, wie steil das ist, aber also ich muss das sagen, ne? Wenn du auf dem Bulldog drauf sitzt und er neigt sich dann immer mehr in die Richtung, da hast du schon irgendwie so das Gefühl, da hoffentlich ist der Schwerpunkt vom Bulldog weit genug unten. Hat aber soweit funktioniert. Gemäht hat die Wiese gestern mal Pfanne. Ja, ich habe sie wie gesagt jetzt einmal rumgeheult. Ich sag kein schlechtes Gras, wächst da alles mögliche ein wenig mit drin. Ja, das kann man schon mal machen. Wie gesagt, alles was ich heimbringe ist gut. Je mehr, desto besser. Lieber habe ich Reserven als zu wenig. Ja, und das sind, der untere Teil ist leider schon gemulcht worden. Hinten unterhalb von der Brücke ist auch schon gemulcht worden. Normal sind es 0,6, jetzt waren es noch 0,4 Hektar in etwa. Ist nicht viel, aber ich sage mal so, es gibt da ein bisschen Heu und alles, was ich heimbringe, ist immer gut. Ein paar Wiesen soll ich mir noch angucken. Und ja, ich würde sagen, kriegen wir hin. So, klappe ich den Heuwender noch ein und dann geht's wieder heim. Ja, da sieht man schon, die Wiese geht da rum. Dann wie gesagt weiter vor.
sind wir wieder daheim. Hydraulik ein bisschen entlastet. Da kann er stehen bleiben bis morgen. Da holen wir nochmal rum und dann schätze ich fast, kann man morgen Abend einfahren. So Freunde, wir befinden uns auf der neuen Wiese. Ich habe die vorhin zusammengeschwadet, das ist trocken, das Material. Jetzt wird gepresst, ausgeklappt ist die Presse schon. Wie man sie einklappt, kann ich später mal zeigen. Ja, soweit sind wir einsatzklar. Und jetzt wünsche ich euch einfach mal viel Spaß bei der Kabinenperspektive. Thank you.
fertig. Wir haben genau 50 Ballen zusammengekriegt. Ja, mehr ist immer besser, aber 50 ist doch auch schon was. Da sagt der Ballenzähler. Und dann kommt der Sperrbolzen bloß wieder hier rein. Na, das ist gut. Ja, die alte AB12 ist noch nicht hydraulisch klappbar. Das geht noch per Hand. Ja, ist auch kein Beinbruch, funktioniert. Und damit hätten wir es. Würde ich sagen, auf nach Hause. Abhängen, Kipper holen und wieder rein. Ja, und wer ist natürlich wieder dabei? Mein Kumpel Reili fährt heute wieder mit. Rahmen wollte ich ja eigentlich auch ein bisschen weitermachen, aber irgendwie wirklich funktioniert hat es nicht so, wie ich geplant habe.
Naja gut, was habe ich geschafft? Leider off-topic oder off-cam. Sagen wir es mal so. Bisschen dumm gelaufen. Der Motor ist ab. Ja, den habe ich gestern noch runter gemacht. Dann habe ich ja gedacht, naja, am Montag machst du ja den anderen. Weil wie so ist, die Kamera da dann nicht dabei gehabt, habe ich gedacht, naja, ist ja kein Problem. Ich hätte ja den da dann noch, den machst du dann am Montag. Ha, ha, ha. Jetzt steht er immer noch so da. Lustig. Ja, ja, das nenne ich jetzt Talent. Ja, das Heu ist innen, die 50 Ballen, die sind da. Okay, scheiße, dann ist halt das jetzt wieder liegen geblieben. Man kann halt nicht alles haben. Es geht halt nicht alles auf einmal. Aber zumindest der erste ist unten. Es geht halt immer nur Schritt für Schritt. Man muss ja alles andere auch machen und ja, wie gesagt, von der Zeit her muss ich mich halt ein bisschen danach richten. Ist halt schade. Ja, die Kupplung habe ich heute noch ausgebaut. Da liegt sie. Die Mitnehmerscheibe hat sich der Vater schon angeschaut. Da hat er gesagt, Belag ist noch drauf, aber Knüppel hat. Also die ist futsch. Da wird wahrscheinlich eine neue Mitnehmerscheibe reichen. Und wenn wir schon bei der Gelegenheit sind, dann natürlich gleich ein neues Ausrücklager mit neu. Ja, die Welle hier vorne drin. Ist auch nicht mehr so toll, die ist da vorne eingelaufen am Lager. Ja, und gefettet worden ist hier immer ganz gut, wie man sieht. Lecker Schmutter. Ja, der Simmering zum Getriebe ist auch kaputt. Da braucht es einen neuen. Na gut, halt das Übliche. Ja, wie gesagt, hier ist leider nicht mehr passiert. Dafür ein bisschen was vom Heu und dafür ein paar Bilder noch von der Presse. Ja. Und jetzt hoffen wir halt einmal, dass ich bis zum Freitag vielleicht hier noch ein bisschen weitermachen kann. Vielleicht ein bisschen. Jetzt ist es 9:30. Ich schneide jetzt das Video noch für morgen. Ich muss morgen von 8 Uhr an arbeiten, 8 bis 2. Und ja, dass das Video dann morgen pünktlich 16.30 Uhr online kommt. Also, wenn ihr es jetzt seht, dann hat es funktioniert. Wenn ihr es nicht seht, dann bin ich vom Computer auf der Tastatur eingeschlafen. Da hoffen wir es nicht. Na gut, in diesem Sinne, wie gesagt, viel passiert ist nicht. Ja, mein Gott, was will man machen? Ist halt so. Zerteilen kann man sich nicht, 5 Arbeiten auf einmal funktioniert halt nicht, man kann immer nur eins machen. Und jetzt ist das Heu soweit drin, das ist immerhin schon mal was. Ich habe jetzt insgesamt 389 Ballen Heu zu Hause. Jetzt müsste natürlich das Gras noch ein wenig wachsen, dass es dann auch einen zweiten Schnitt, also Grummet bei uns hier gibt. Grummet wird es genannt und dann hätte ich vielleicht meinen Bedarf für das nächste Jahr gedeckt. Aber das wird sich zeigen. Na gut, in diesem Sinne, auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Und würde sagen, man sieht sich am Freitag um 16 Uhr. Und dann schauen wir mal, was da Neues gibt. Vielleicht sind wir ja bis dorthin dann endlich mal weitergekommen. Vielleicht seht ihr ja dann noch ein wenig was vom Zerlegen. Wie gesagt, Motor ist ja mit Kran abgenommen worden. Leider, wie gesagt, ohne Kamera. Da habe ich nicht dran gedacht. Dann denkt man, man hat ja noch einen zweiten, dann kommt man nicht dazu. Naja, wie es halt immer so ist. Irgendwann wird er schon, bis zum Winter muss er fertig sein, weil das ist mein Winterbulldog eigentlich zermisst vorn. Dafür ist er eigentlich am wichtigsten da, weil das mache ich ungern mit meinen anderen, obwohl der auch für Deck hat, aber der Glana ist für den Winter optimal, weil er schön windig ist. Na gut, ich sage vielen Dank fürs Zusehen noch einmal, weil es so lustig ist. Und Servus, bis zum nächsten Mal.